Okay. Das ist ein Scherz sein oder was? Okay. Ah, okay, gut. Bekommen ein bisschen Hilfe. Ja. Ich habe mir das irgendwie schwerer vorgestellt. Oh, dennoch ist ganz schön weit entfernt. Oh, gut. Boah. Die Zeit läuft. Aber wir sind nah dran. Sehr nah dran. Zum Glück. Und das sind wir, glaube ich, auch schon, weil Killst noch den? da zeigt der Pfeil nach unten. Okay. Ah, jetzt höre ich das Telefon auch schon. Ja, geh mal runter. Auf der anderen Seite der Wand. Oh, Junge, geh ran, geh ran, geh ran! Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman? Nein? Wie du sicher weißt, waren meine Eltern tot und ich reich. So reich, dass ich alles haben konnte, was ich wollte. Aber ich wollte nur, dass sie leben. Jetzt weiß ich, dass dies unmöglich war und ihr Tod einem höheren Zweck diente. Aber damals, da hatte ich noch keine Ahnung davon, wie viel Spaß es macht, warmes Fleisch zu zerschneiden. Mir war überhaupt nicht klar, wie ich es all diesen Leuten ersparen könnte, ihr elendes Leben zu leben. Du hättest es dabei belassen sollen. Wirklich? Dann höre ich jetzt auf. Such ein anderes Telefon, Batman. Bis dann. Ich würde mal weitergehen. Weil sonst gibt es hier gleich eine fette Schlägerei. Es sei denn, du willst gegen die kämpfen. Aber die sind vermutlich alle bewaffnet. Ach nö. Sind sie nett. Okay, das geht ja noch. Ups. Yeah. Was zu früh. Aua. Komm, mach jetzt fertig gleich. Pum. Okay. Aber das mit Freeze haben wir immer noch nicht geklärt. Jetzt müssen wir wieder zurück. Was kann ich denn hier jetzt endlich mal ausrüsten? Wieder gar nichts. Mann, das ist irgendwie ein bisschen kompliziert hier. Ich glaube, er gehörte zu den Ärzten. Ach, die Typen. Erinnerst du dich daran, wie der Alte von denen geschrien hat, als er im Ofen gelandet ist? Ja. Müssen wir zurück. Aber jetzt wird mir halt nichts mehr angezeigt irgendwie. Ja, doch, hier immer noch. Wer hält den Messer? Springt einmal. Hä? Mach die mal kurz schnell fertig. Ach, hier klingelt das Telefon. Oh, scheiße, sind da viele. Nein. Scheiße.
Na, viel Spaß, ey, ey. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit. Hier läuft ja keine Zeit. Ja, wegen Stufenanstieg wird es wahrscheinlich nicht angezeigt oder so, keine Ahnung. Alter, wie viele das sind. Gibt's echt nicht. Das klingelt wahrscheinlich so lange, bis du rangehst. Denke ich jetzt mal. Ist auch gut. Oh, komm, geh einfach ran. Geht nicht. Du musst erst alle besiegen. Ich muss einfach wieder in den normalen. Hat aufgehört zu klingeln. Nee, klingelt immer noch. Nope. Nee, ich höre es immer noch. Doch. Hey, what the fuck, Alter. So, jetzt alle passé. So, jetzt hat er nicht dran gehen. Hier, Mr. Sass, bitte warten. Tut mir leid, er ist gerade nicht zu sprechen. Du musst das Telefon finden. Ja, und dann machen wir einfach zuerst das hier mit dem Sass hier. Mit dem ein bisschen Telefonat halten. No. Und ja, Fleece kommt dann später dran. Was anderes bleibt uns gerade auch gar nicht übrig. Weil wir den einfach nicht finden, den Fleece. Oder halt auf jeden Fall den Eingang, wo der ist. Mhm. Alter. Ich meine, wir können nicht sterben, aber... Oh Mann, jetzt entfernen wir uns wieder von der Scheiße. Ist doch gut, dass wir... Geh erstmal weiter hoch und jetzt gleite mal weiter. André. Weiter links. Ja, obwohl... Ist schon die richtige... Ja, ist schon richtig, richtig. Scheiß einfach auf die Typen. Einfach weiter. Da haben wir es ja schon. Oh, komm, ey, hoffentlich reicht es noch. Es muss reichen. Ich höre es schon wieder, ich höre es. Ich auch. Du musst runter. Da unten ist es. Da. Okay. Sehr gut. Oh Gott, 17 Minuten noch. Knall, Leute. Boah, geschafft. Hast es geschafft. Ich glaube, ich erzähle weiter. Ich habe das Bedürfnis zu reden. Vielleicht sogar zu beichten. Ich war reich und allein. Aber natürlich nicht lange. Ich entdeckte das Glücksspiel. Vielleicht entdeckte es mich. Wäre ich gut darin gewesen, wäre ich heute vielleicht nicht das, was ich bin. Während mein Leben aus den Fugen geriet, schmiedete ich einen verzweifelten Plan. Ich wollte das Geld meiner Eltern zurückbekommen, wieder glücklich sein. Es hat natürlich nicht funktioniert. Das tun solche Pläne nie. Und wie ich an diesem heißen Sommertag vor der Iceberg Lounge stand, verspürte ich etwas. Vielleicht Hoffnung. Boah, ohne Spaß, da wird ständig hier wieder was Neues berechnet. Mhm. Nein. Anscheinend sind Jokers Männer auf der Suche nach Mr. Freeze. Wirklich? Ich wusste nicht mal, dass er hier ist. Ich auch. Musst du erstmal die Typen wieder besiegen. Oder? Politischer Gefangener sind. Ist das Freeze oder wie? Zustand ruhig. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie zu dem. Aber. Wir sind überall. Ach nee, Quatsch, oder sind es halt. Politischer Gefangener. Hä? Was ist denn mit dem Nee, hat nichts mit denen zu tun jetzt.
Guck, was da drin ist. Mhm. Es klingelt schon wieder. Nee, ist nichts. Ah, hier, das gleiche Telefon klingelt schon wieder. Will uns jetzt bloß wieder sagen, dass wir hier... Finde mein Telefon, Batman. Sonst beginnt das Töten. Boah, keine Ahnung. Jetzt will erstmal wieder scannen. Und schade, dass was gefunden. Boah, 300 Meter. Boah. Ach komm, schaffen wir. Müssen wir uns halt ein bisschen beeilen. Ja. Das weiß ich aber. Aber in einer Minute ist schon ein bisschen heftig. Ja, schon. Bom, 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 bom. Dum, 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 dum. So, immer schön weiter hoch. Alter, es wird richtig knapp, es wird richtig knapp. Da unten, da unten, da unten. Da unten ist es, da unten. Wo? Warte. Nein, nein. Da, 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 da drüben, da drüben, da drüben, da drüben. Das wird nix. Das war knapp. Die Iceberg Lounge war gefüllt mit dem ekelerregendsten Fleisch der Menschheit. Hier konnte man alles bekommen. Vorausgesetzt natürlich, man hatte das Geld. Am Anfang sah es so aus, als würde ich gewinnen. Ich hatte gute Karten. Und schnell spielte ich am Tisch des Eigentümers. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass ich gewinnen könnte, dass er fair spielen würde. Ich sah mich am Tisch um, sah die Leute, gegen die ich spielte. Profispieler, Kriminelle, Prinzen und der abstoßende Zwerg, dem der Laden gehörte. Einer nach dem anderen stiegen sie aus. Die Pokerchips türmten sich... Und es hieß er gegen mich. Boah, Mann, Alter, wie viel denn noch? Bis der den mal endlich geordert hat. Ja, halt's Maul. Oh je, Mann, der ist doch echt krank, dieser Typ, ey. Was der immer so viel erzählen, zum Erzählen hat. Tja. Schlimm! Hat halt nichts Besseres zu tun. Könnt ihr denn nicht mal endlich K.O. gehen, ey? Kann doch nicht wahr sein. Nee, könnt ihr nicht. Das könnt ihr einfach nicht. So, dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, gegen euch länger zu kämpfen. So, tschüss. Verpissen uns mal wieder. Versuchen Sie nicht aus der Anlage auszubrechen. Die Tiger werden auf jeden Fluchtversuch mit äußerster Härte reagieren. Wir machen gar nichts, nicht schießen. Bitte, nicht schießen. Schießen die? Nicht schießen, nicht schießen. Nicht. Scarecrow, habe ich Sie alle hier gesehen? Vermutlich hat Croc ihn tatsächlich zerfleischt. Dann gucken wir halt, dass wir irgendwie wieder zurückkommen. Ja, würde ich da mal sagen. Ich hoffe es zumindest. Weil wir müssen ja nicht Freeze noch finden, um das Gegenmittel zu holen. Ich hoffe, das mit Sass ist bloß eine Nebenmission. Wahrscheinlich.
Denke ich jetzt mal. Sind irgendwie falsch. Oder war schon vorhin zu gehen? Ja, ich raff halt gerade nicht gescheit, wo es rausgeht. Ach so. Wir kommen doch hier gar nicht mehr raus. Wir sind hier drin quasi gefangen. Scheiße. Jetzt müssen wir gucken, wo es kälter wird. Hier. Um Freeze wieder zu finden. Dann müssen wir es erstmal wieder suchen. Fall am Arsch. Ja. Aber da sind wir ja jetzt eigentlich schon. Oder jetzt da. Ja, fast wieder, fast. Klingt schon wie ein Telefon. Ich habe dich beobachtet, Batman, um zu überprüfen, ob du bereit bist. What the fuck? Wir haben Batman gesichtet. Okay. Wer war das? Fragt mich auch. Tja, genug geschwätzt. Das ist Batman! Echt, ist er das? Ja! Geil! Jetzt gibt's ja schon mal auf die Fresse. Bekomme ich ein Autogramm? Ich bin nämlich ein allergrößter Fan. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Andere Richtung, wir müssen jetzt Freeze finden und das Gegenmittel besorgen. Das sind alle so kleine Nebenmissionen, denke ich. Ja, ja, wird wohl so sein. Müsste. Unsere Hauptmission ist jetzt Freeze zu finden und das Gegenmittel zu besorgen. Ja. Eigentlich schon. Also das ist schon mal die richtige Richtung hier. Och ne, jetzt sind da wieder welche. Labor. Ja? Ne, da hinten war es ja. Ne, kannst du ja nicht überall festhängen. Oder ist halt zu weit entfernt. Was macht Batman hier? Dich vermöbeln. Yay! Tele. Na, es war wieder Telefon irgendwie. 52. Bla bla. Aber ist mir gerade egal. Wir müssen das erst mit Freeze klären.